Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Werner, ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Alexandro am Ball. Hamšík. Bruma. Wird das eine Torchance? Conte. Dybala. Alexandro am Ball. Dybala. Conte. Wird's jetzt gefährlich? Kevin De Bruyne. Und Jerome Boateng aufmerksam. Gut geklärt. Goretzka. Jetzt Marco Reus. Reus. Jetzt vielleicht die Chance zum Abspiel für Reus. Naby Keita. Pierre-Emerick Aubameyang. Aguero. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Verteidigt da den Ball bis... Gibt gleich mal einen Freistoß nach diesem Foul. Nach der Karte muss er sich zurückhalten. Ja, Dampf rausnehmen in den Zweikämpfen. David Alaba jetzt. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Jetzt wird es gefährlich. Goretzka. Weg ist der Ball. Aubameyang. Einfacher Ball für Courtois. Da ist er natürlich da. Aber trotzdem gut aufgepasst. Das könnte die Gelegenheit geben. Und direkt zurückgespielt. Goretzka. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. Der Pass von Icardi. Klasse gemacht. Bruma. Und Aubameyang. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Jetzt müssen sie aufpassen. Dybala, da ist die Chance. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein toller Schuss mit viel Gefühl. Der Ball dreht sich super ins Tor, ganz stark gemacht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt Aubameyang. Icardi. Aguero. Aurier. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gebt Ecke, Kevin De Bruyne bringt sie rein. Und die Situation ist wieder bereinigt. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Conte. Dybala. Das macht er gut. Goretzka. Icardi. Cool. Aguero schießt. Super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Icardi. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Schwer.
bitterer Fehler und sowas wird natürlich bestraft. Klar, das darf nicht passieren. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Fängt diesen Ball ab. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aubameyang, da schießt er. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Und direkt zurückgespielt. Dybala. Und nun Agüero. Das ist ein Foul. Da muss er Freistoß geben. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Kanté. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Sie müssen aufpassen. Nun David Alaba. Boateng. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Vielleicht geht was über die Bräune. Da kommt der Schuss. Macht das ganz sicher. Eckball jetzt durch Kevin de Bruyne. Immer noch gefährlich. De Bruyne führt. Agüero! Wie macht er den denn rein? Die Ecke kam gut rein und dann fällt das Tor. Das sah am Ende so einfach aus. Ein sehr guter Eckball, dann der Abschuss und drin das Ding. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Super aufgelegt per Ecke und ein guter Abschluss. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Conte. Schwache Aktion, Ballverlust. Vielleicht gibt das was, Aubameyang. Das sieht gut aus. Und jetzt die Chance. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Marco Reus führt aus. Da können sie erstmal klären. Alaba jetzt am Ball. Timo Werner. Goretzka. Das ist der Treffer. Ein super Treffer in den Knick. Knicks zu halten für den Torhüter. Und das war Traumtor. Wir sehen es hier nochmal. Unhaltbar. In den Winkel. Nichts zu machen für den Keeper. Zu gut der Schuss. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Conte. Aurier. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Schöner Pass. Pass landet bei Icardi. Klasse. Nun Hamsik, Kun Agüero. Da passt er auf. Bruma. Jetzt haben sie den Ball verloren. Icardi. Agüero. Agüero schießt. 4 Treffer nach 45 Minuten. Da können wir uns... Und damit gehen wir rein in Hälfte 2. Weiter geht's in dieser Partie. Conte. Alexandro jetzt. Hector Bellerin. Naby Keita. Da passt er auf und hat den Ball. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Reus. Goretzka. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aubameyang, ist es das?
Jetzt gibt's hier Strafstoß. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja klar, Foulspiele hier. Richtige Entscheidung hier, das sehen wir ganz deutlich. Da ist er drin, der Elfer. Er läuft an und verwandelt diesen Elfmeter. Wirklich souverän gemacht, auch auf diesem Niveau, nicht selbstverständlich. 5 Treffer haben wir gesehen, es steht 3-2, das ist ein enges Spiel. Aurier. Dybala. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und jetzt Alexandro. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Den hätte er besser abgespielt. Der Schuss war keine Gefahr. De Bruyne. Und jetzt Alexandro. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Mustafi. Bruma. Das könnte die Chance werden. Aubameyang. Klasse Zuspiel. Jetzt vielleicht. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Vidal am Ball. Und direkt zurückgespielt. Goretzka. Sie bieten sich an. Douglas Costa. Und da klingelt es im Kasten. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Sie sind zurück in diesem Spiel. Ausgleich. Eine rassige Partie, viele Tore auf Szenen, unglaublich gut zu gucken. Jetzt Hamšík. Und nun Alexandro. De Bruyne jetzt am Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Goretzka. Naby Keita. Timo Werner. Gute Aktion. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Wird's jetzt gefährlich? Sauber vom Ball getrennt hier. Und Marek Hamšík. Nick Icardi. Noch ist die Chance da. Goretzka. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Und er bewahrt sich hier vor dem Rückstand. Was für eine klasse Parade. Icardi. Conte. Aurier. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Icardi. Dybala. Jetzt könnte es gefährlich werden. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen.
Goretzka. Gute Aktion jetzt. Conte. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Conte. Dybala. Und jetzt Alexandro. Tja, wo ist sie jetzt, die Lücke? Wo ist sie? Die Chance. Das ist klasse, wie sie das da machen, weil sie ein exzellentes Kurzpassspiel aufziehen. Wenn hier in den letzten Minuten noch ein Tor fällt, dürfte das die Entscheidung sein. Reus. Gut verteidigt hier. Jetzt Douglas Costa. Jetzt Hamšík. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Er lässt sich da nicht aufhalten. Das könnte eine Gelegenheit werden. Werner. Nuno Aubameyang. Goretzka. Jetzt Aubameyang. Douglas Costa. Jetzt vielleicht eine Gelegenheit. Elfmeter, das ist jetzt die Chance. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Aber keine Karte zu zeigen, also da liegt er daneben. Und er macht den Elfer. Sauber vom Punkt verwandelt. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. Die spielen hier beide mit offenem Visier und dann ist der Spielstand auch keine Überraschung mehr. Und Alexandro, das könnte gefährlich werden. Werner. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Da passt er auf und hat den Ball. Weg ist der Ball. Aubameyang geht hier in die Offensive. Aubameyang, schöner Pass. Reus, das ist die Chance. Courtois gehalten. Ganz starke Parade. So, die kurze Variante. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Guter Ball. Super rausgeholt, den Kopfball. Ballverlust. Das war's. Der Unparteiische pfeift diese Partie ab. Sie haben sich nie entmutigen lassen und das Spiel wirklich noch gedreht. Was sagst du dazu, Buschi? Unfassbar, was hier passiert ist. Waren sich die anderen schon zu sicher? Auf jeden Fall konnten sie bei diesem Wahnsinns-Comeback am Ende nichts mehr dagegen setzen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Jetzt müssen sie aufpassen. Dybala, da ist die Chance. Super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Icardi! De Bruyne führt die... Aguero!
Timo Werner. Goretzka. Goretzka. Sie bieten sich an. Douglas Costa.